Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine kleine Handgelenkstrainingsroutine. Viele in meinen Kursen oder viele, die ich so beim Training sehe, tun sich noch schwer, wenn sie viel im Stütz machen, weil sie Handgelenkschmerzen kriegen. Und auch ich kenne das damals vom Breaken, dass es gar nicht mal so einfach ist immer. Und deswegen zeige ich euch heute eine kleine Routine, die ihr 5 Minuten machen könnt, um eure Handgelenke zu stärken. Also ab jetzt könnt ihr theoretisch einfach so mitmachen und das Ganze folgen. Und ich zeige euch jetzt dieses kleine Workout. Bisschen schneller, ihr könnt jede Übung ungefähr eine Minute machen, sodass ihr 5 Minuten voll habt. Und ja, viel Spaß. Mit dieser Übung wärme ich halt erstmal auf einfach, das ist immer ganz entspannt. Immer schön Druck drauf geben, ein bisschen Gewicht. Ihr könnt selber entscheiden, wie viel Gewicht ihr auf die Hände und auf die Finger geben möchtet. Und so werdet ihr erstmal die Hände, Handgelenke schön warm. Von hier Übung 2 setzt ihr kreuz und quer einfach die Hände auf, in jede Richtung. Einfach wechseln, auch ganz relaxed, nichts Wildes. Wie gesagt, ihr könnt jede Übung ungefähr eine Minute machen. Wenn ihr am Anfang merkt, okay, das ist noch ein bisschen heavy und ein bisschen anstrengend, dann könnt ihr auch weniger lang die Übung machen. So, das war sozusagen das Warm-up. Von hier aus nehmt ihr dann einfach die Hände zusammen und bewegt von links nach rechts. Jeder wird von euch einen anderen Bewegungsradius haben am Anfang, das ist auch ganz normal. Geht nur so weit, wie es für euch halt einfach angenehm ist. Von links nach rechts wandert ihr dann vor und zurück. Auch hier wird der Bewegungsradius für jeden von euch anders sein. Aber auch kein Problem, das wird mit der Zeit. Dann zum Schluss verbindet ihr alle Punkte, das heißt, ihr geht rotiert. Achtet darauf, dass die Hände am Boden bleiben, nicht abheben die Handflächen, Richtung wechseln. Sehr gut, dann könnt ihr kurz auslockern. Von hier zeigt ihr jetzt mit den Fingerspitzen zu den Knien und bewegt euch leicht nach hinten. Am Anfang wird hier auch nicht viel gehen, das ist auch ganz normal, aber kein Stress. Mit der Zeit wird es besser. Wenn ihr das gemacht habt, macht ihr genau die Gegenbewegung. Das heißt, ihr setzt den Handrücken auf und geht nach hinten. Hier seht ihr schon, ich kann gar nicht so weit gehen, aber ich bin schon besser als früher. Früher war es ungefähr so. Und so sieht es auch bei den meisten am Anfang aus, weil ihr könnt einfach die Arme nicht durchstrecken. Das kommt erst mit der Zeit. Ja, ich hoffe, diese kleine Routine für eure Handgelenke hat euch geholfen. Wenn ihr mehr solche Videos wollt mit kurzen, knackigen Tipps zum Thema Training und wenn ihr da auch speziell irgendwelche Wünsche habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr drauf. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.